Klimawandel und Armut, das sind zwei große Krisen unserer Zeit, deren Auswirkungen vor allem Menschen im globalen Süden zu schaffen machen. Um mehr dagegen tun zu können, haben zahlreiche Staaten und Entwicklungsbanken zusätzliche Hilfen versprochen. Auf einem Gipfel in Paris, an dem auch Bundeskanzler Scholz teilnahm, diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ein gerechteres Finanzsystem. Eingeladen hatte Frankreichs Präsident Macron. Sein Ziel war ehrgeizig. Ein neuer, fairer Finanzausgleich zwischen reichen und armen Ländern und vor allem mehr Geld für Klimaschutz in den Ländern des Südens. Denn kein Land soll sich entscheiden müssen zwischen Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Aber die Länder sollen über den Weg selbst entscheiden können. Der Klimawandel trifft die hochverschuldeten armen Länder besonders hart. Verantwortlich sind vor allem die Industrieländer als die globalen Umweltverschmutzer. Das bedeutet zuallererst, dass die Länder, die große Möglichkeiten haben, wie Deutschland zum Beispiel, wie die Länder der Europäischen Union, Nordamerikas und so weiter, auch das, was sie öffentlich sagen, tatsächlich tun. Verabredet wurden 100 Milliarden für Klimaschutz und grüne Projekte in den Ländern des Südens, zusätzlich zu bereits zugesagten 100 Milliarden. Dazu Schuldenerleichterungen für die ärmsten Länder und neue Finanzierungswege, zum Beispiel durch eine Reform der Weltbank und eine stärkere Einbeziehung privaten Kapitals. Forderungen, für die sich insbesondere die Premierministerin von Barbados stark gemacht hatte. Ihr Fazit? Ich glaube, der Ehrgeiz ist da, die Dinge voranzutreiben, und es ergibt einen erkennbaren Willen zur Zusammenarbeit. Den Klimaschützerinnen im Zentrum von Paris reicht das nicht. Sie forderten den Ausstieg aus allen umweltbelastenden fossilen Industrien.